Schöne Sommerferien. Das möchte ich euch allen wünschen. In Hessen beginnen ja bekanntlich bald die Sommerferien. Und ja, ich stehe an einem historischen Ort. Hier hinter mir ist der Galgen von Münzenberg. Manche sehen vermutlich ihre Motivation gerade dahin. Aber mal ernsthaft. 1742 wurde hier tatsächlich das letzte Mal jemand hingerichtet. Und in dem gleichen Jahrhundert, 1717, hat der preußische König versucht, die Schulpflicht einzuführen. War am Anfang nicht so erfolgreich, weil die Bauern, meistens waren es Bauern halt oder die Familien, ihre Kinder halt nicht in die Schule geschickt haben, weil die gesagt haben, die müssen zu Hause arbeiten. Wir brauchen die. Und erst 1762, 63, so um den Dreh rum, hat sein Sohn, auch preußischer König, dann einen zweiten Anlauf genommen. Und das war Friedrich II. Und diesmal mit ausgebildeten Lehrern, mit Lehrplan und allem drum und dran. Und immerhin 60% der Kinder konnten dann das erste Mal in die Schule gehen. Heute ist es nicht nur eine Pflicht, sondern auch ein Recht. Und in dieser Zeit von 1700 irgendwas bis heute, 2023, ist natürlich sehr viel passiert. Es hat sich sehr viel entwickelt. Und wir haben sehr viele Errungenschaften erreicht. Uns geht es deutlich besser, was man auch an der gestiegenen Lebenserwartung sehen kann. Und was ich gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, nennen wir es Unaufgeregtheit. Was halt viel diskutiert wird, iPad, Halbjahrgang, ChatGPT, Digitalisierung im Allgemeinen, also man fühlt sich von sehr vielen Herausforderungen regelrecht erschlagen. Aber mal ehrlich, wir haben so viele Erfindungen hinter uns und das Leben ist ja besser geworden. Und ich möchte ganz kurz mal von Wikipedia erzählen. Wikipedia ist roundabout 20 Jahre alt. Zum 20. Geburtstag verlinke ich hier unten, hat unser Bundespräsident auch eine sehr schöne Rede gehalten für Wikipedia. Und ja, 20 Jahre. Und auch da, ich habe das noch erleben müssen, da hieß es, da kann jeder was schreiben. Nicht jeder ist geeignet, da was zu schreiben, also steht viel Blödsinn. Wenn du Wikipedia benutzt, bist du durchgefallen. Jetzt verblöden die Menschen komplett, weil ja sich jeder Stuss verbreitet. Und ja, auf jeden Fall gab es das ganze Theater im Prinzip da auch schon. Und heute, naja, Wikipedia ist vielleicht sogar die größte Errungenschaft der Menschheitsgeschichte. Noch nie war es so einfach, an Wissen zu kommen. Zu der Zeit, wo hier 1700 Batsch, da konnten die Leute noch nicht mal lesen und schreiben. Bis auf so Mönche, so ausgewählte Leute. Und heute hat jeder praktisch das gesamte Wissen der Menschheitsgeschichte auf seinem Handy jederzeit abrufbar. Und das ist völlig egal, ob man in Herborn im Klassenzimmer hockt oder irgendwo in einem Dritte Weltland unterwegs ist. Das ist doch eigentlich eine Wahnsinnsentwicklung. Und jetzt kommen bei ChatGPT schon wieder diese Weltuntergangsszenarien. Die sind doch das letzte Mal schon alle nicht eingetreten. Mal ernsthaft, natürlich gibt es auch Gefahren, ja. Aber es gibt auch Vorteile. Warum kann man das nicht einfach so ein bisschen unaufgeregter sich angucken? Natürlich, der Spiegel hat das schön getitelt, das Ende der Wahrheit. ChatGPT kann natürlich auch Bilder fälschen. Ja, das ist schon korrekt, aber
Das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass man jetzt ChatGPT nur zum Bilderfälschen nimmt. Also man kann ja auch sehr viele positive Dinge damit machen. Und was ich halt in diesem Schuljahr gesehen habe, es gibt tatsächlich Schülerinnen und Schüler, die haben halt keinen daheim, der bei den Hausaufgaben helfen kann. Die haben auch keinen Nachhilfelehrer. Und die sind durchaus so schlau und die wollen die Hausaufgaben nicht einfach abschreiben. Aber die brauchen Hilfe. Und da kann ChatGPT durchaus helfen. Die haben die Aufgabenstellung und das, was sie geschrieben haben, hochgeladen und gesagt, hier, ChatGPT, kannst du mir helfen? Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Wo habe ich denn da was falsch gemacht? Und das ist doch eigentlich sehr pfiffig von denen. Und was halt ein bisschen schade ist, man kann ja erstmal unterstellen, dass das erstmal durchaus auch positiv genutzt wird. In diesem Sinne wünsche ich Unaufgeregtheit bei Neuerungen. Einfach mal gucken. Das, was sinnvoll ist, kann man ja nehmen und das, was nicht sinnvoll ist, lässt man halt bleiben. Das ist doch ganz einfach. Also zumindest hat es doch so häufig doch funktioniert und die guten Sachen setzen sich natürlich durch. Ist doch klar. In diesem Sinne, wie gesagt, schöne Ferien, erholt euch alle gut und danach in alter Frische zu neuen Abenteuern.